Ja, hallo meine lieben Kekers, ich grüße euch ganz herzlich hier zur nächsten Folge Blood Bowl. Es wird gezeigt Blood Bowl 3 von Cyanide. Und heute sind wir mal wieder ganz entspannt in der Ladder und spielen endlich mal hier wieder ein bisschen weiter. Ich habe es ein bisschen vernachlässigt, ganz ehrlich gesagt, muss ich ganz ehrlich zu meiner Schande gestehen. Aber heute soll es weitergehen. Es kann immer ein Konzit geben, also eine Aufgabe halt eben vom Gegner, eine vorzeitige. Das ist ein schniefendes Monalied im Hintergrund natürlich. Das ist gut, wenn ich gerade anfange. Und ja, wir haben das erste Spiel ja gespielt, sozusagen das neue erste Spiel. Lief ja positiv für uns und mal gucken, ob ich das zweite auch noch irgendwie positiv gestalten kann. Also auf geht's in die Länder. Wir schauen mal, was wir erreichen können heute und ob wir überhaupt einen Gegner finden. Es ist sehr viel Zeit vergangen. Ja, wird halt natürlich entsprechend ein bisschen schwierig, wahrscheinlich einen Gegner zu finden. Immerhin ein Sieg, mit dem wir gestartet sind. Also für euch jetzt erstmal zur Information, die League of Cakes, die doch sehr beliebt ist, startet in der nächsten Saison mit 48 Coaches und das heißt auch, dass die jetzt erstmal ausgebucht ist. Wenn jetzt sich Leute noch für die League of Cakes anmelden, sind das erstmal Nachrücker für die Season Nummer 6. Nach der Season 6 gibt es den großen Reset. Ja, die Season 7 startet dann mit den ganzen Teams wieder mit 1 Million Team Value. Die Coaches bleiben in der Liga, die sie auch dann nötig dann am Ende der Season 6 erreicht haben. Und alle, die da als Nachrücker dann deklariert werden, werden sicher einen Platz in Season 7 finden. Aber wir brauchen hier eine eigene Struktur, sage ich mal, auf der wir aufbauen in dem Ligensystem und entsprechend dessen ist es halt so, dass wir 2 erste, 2 zweite und 2 dritte Ligen haben jetzt in der nächsten Saison. Ich freue mich riesig drüber. Also wir werden die Chaoswüste als nächstes aufmachen und ja, bin mal sehr gespannt mit den neuen 8 Coaches, die dazukommen. Wir haben tatsächlich auch eine Person, die uns jetzt verlassen musste aus persönlichen Gründen bei der League of Cakes, aber da haben wir auch einen Nachrücker. Freue ich mich riesig drüber. Muss ich jetzt einfach mal direkt aussprechen. Das ist Nachtwache, der hier einspringt, der total viele Verpflichtungen auch im Bereich Blood Bowl hat. Und da bin ich sehr froh drum, dass er sagt, okay, komm, ich mache halt mit jetzt. Es ist jetzt endlich soweit, ich will ein Kaker werden. So oder so ähnlich war das. Habe ihn überhaupt nicht genötigt oder so, gar nicht. Aber ich freue mich dann richtig, dass er sich dann doch entschieden hat, okay, er macht's. Ja, wird eine spannende Sache. Für euch auch wichtig, der Kaker-Pokal, ne? So heißt die Kiste wirklich, Kaker-Pokal, das ist verwirrend, das ist nicht komplett eingeenglischt, sonst habe ich zweimal Crazy, habe ich einmal Crazy Kaker Cup und Kaker Cup, das ist zu viel des Guten, also deswegen Kaker-Pokal. Da ist schon wichtig, Leute, denkt da immer dran, die Regeln sagt ganz klar, wir machen das immer mit 32 Coaches, zumindest zum jetzigen Zeitpunkt auf jeden Fall, das ist die Höchstsumme, die da mitmachen darf. Und es ist schon wichtig, wie eure Mannschaft dann innerhalb der Liga abschließt. Also wer da mitmachen will, sollte tunlichst in der ersten oder zweiten Liga sein. Ja, das ist dann schon wichtig. Und wenn dann einer aus der ersten oder zweiten Liga sagt, nein, das Resurrection-Turnier, da möchte ich nicht mitmachen, dann dürfen alle anderen, die da noch so irgendwie rumdümpeln, natürlich mitmachen. Wenn jemand zum Beispiel auch gar nicht in der League of Cakes ist, darf er natürlich da auch mitmachen. Also es dürfen auch Leute mitmachen, die nicht in der League of Cakes teilnehmen und dürfen da mit einem Resurrection-Team antreten. Aber ganz klar, Vorrang haben die Coaches der Kaker Corporation, erste Liga, zweite Liga und dann alles, was da danach kommt. Also das ist mal ganz klar, dass das von vornherein bewusst ist für euch, die hier so ein bisschen mitmachen wollen. Oh Gott, ich muss mich wieder 10 Minuten selbst reden hören, glaube ich. Bin mal gespannt. Also Ladder ist nicht so ganz meins. Ich überlege mir das wirklich insgesamt dann noch für die Zukunft, ob das jetzt so das ist, was ich euch auch zeigen will. Gut, klar, es ist halt eine tolle Trainingssache, aber ich habe halt auch furchtbare Angst vor diesen Rage Quits und sowas, die ja dann immer wieder mit halt vorkommen können. Ja, ich habe jetzt Team Value 1040. Sag 100 mehr. Ist okay. Nur mal gucken. Also wie gesagt, wenn das 15 Minuten vor sich hin dödelt, dann muss ich das halt abbrechen und dann kommt was anderes heute. Sage ich dann aber nochmal was zu der Leiter dann am Schluss. Sollte das passieren, was ich nicht weiß. Ne? Ja, also das ist schon mal das zur League of Cakes, zum Kaker-Pokal.
Macht da mit, wir freuen uns drauf, ganz ehrlich gesagt. Er zögert da auch nicht, auch wenn jetzt halt, oh, die ist ausgebucht, dass wenn jetzt immer komplett 8 Coaches da reinkriege, ja, dann habe ich da schon eine Idee, was dann als nächstes passiert. Ja. Wann startet die Kiste, werde ich immer oft gefragt. Also League of Cakes und Caker Pokal starten sozusagen parallel. Wir haben aber diese flexiblen 2 Wochen, wo ihr ein Spiel machen sollt in den 2 Wochen. Das gilt aber dann für beides. Und ja, flexible 2 Wochen, das könnt ihr dann bei uns im Regelwerk nachlesen, was das bedeutet. Ja, und könnt euch da fröhlich einen abtanzen. Und los geht das Ganze, vermute ich, in der 2. Novemberwoche. Also die Season 6 wird wahrscheinlich so ungefähr, so wie wir jetzt dastehen von den Spielen her, ja, zweite Novemberwoche, irgendwann wird das passieren. Also ja, Anfang, Mitte November wird sie starten. Das sollte man einfach vorher wissen. Ja, also wie gesagt, ihr könnt bei einem von beiden mitmachen, ihr könnt bei beiden mitmachen. Ja, würde ich mich einfach freuen. Und für diejenigen, die Bock haben auf ein bisschen randomisiertes Skills erwürfeln und so ein cooles Regelwerk zu dem, welche Teams darfst du wie zusammenstellen, da hat der Moppetube ja den Crazy Caker Cup. Den gibt es bei uns übrigens auch noch. Das ist auch noch eine Möglichkeit, da mitzumachen. Da sind wir so ziemlich in den letzten Spieltagen. Das wird aber auch noch ein bisschen dauern. Ich glaube, hier wird die nächste Season, also die Season 2, irgendwann so Ende November rum losgehen. Was ich auch noch sagen möchte zur Season 6, ist wichtig. Und zwar, wir werden natürlich mit Season 6 wieder über Weihnachten und Neujahr schlittern. Und da haben wir natürlich eine Pause. Also das ist eine sogenannte Winterpause, eine Spielpause, wo natürlich dann dieser Spieltag, den es dann, welcher auch immer es ist, der dritte, der vierte, was auch immer, betrifft, der dann natürlich einen längeren Zeitraum haben von 4 Wochen oder so. Das haben wir schon mal gemacht und letztlich war er dann gar nicht so vonnöten. Es hat dann doch irgendwie alles geklappt. Auch das ist für euch ja, relevant, ne? Dass ihr da nicht denkt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, jetzt muss ich da über Weihnachten und Neujahr und ich will das nicht und da habe ich doch so viel zu tun. Es ist bei uns allen so, stellt euch das vor. Das ist verrückt. Tatsächlich geht uns da die Familien dann vor, versehentlich vor Blood Bowl. Das ist wirklich merkwürdig, wenn man drüber nachdenkt, genau. Weihnachten, Blood Bowl ist eigentlich viel, viel besinnlicher. Aber gut, mein Gott, muss jeder für sich wissen. Apropos jeder für sich wissen, ich sitze falsch übrigens, echt gerade. Also ich sehe schon richtig, aber mein Bild nicht. Okay, das ist wirklich beeindruckend schlecht. Also wie gesagt, nach so und so vielen Minuten muss ich das beenden. Irgendwann würde ich gern Gegner finden. Kann euch jetzt schon sagen, dass die Liga 2 Lustria durch ist. Ich kann euch sagen, dass in der Liga 3 Düsterlande nur noch ein einziges Spiel fehlt. Ansonsten dümpeln Naggarund, Norska und Raikland in Spieltag Nummer 6 rum. Aber das scheint jetzt auch so langsam auszulaufen. Und dann sind wir schon bald durch. Also lang geht das nicht mehr. Ich sag's euch ganz ehrlich. Also Termine müssen halt gefunden werden und sowas. Ist ja logisch. Andere haben auch mal Urlaub, sind krank oder so. Das ist ja auch mit den flexiblen Wochen gemeint, ne? Man muss halt einfach Bescheid sagen, das ist alles. Ihr müsst einfach Bescheid geben im Chat-Channel, der dafür vorgesehen ist, im Discord, mir halt in Direktnachrichten. Ne? Ich bin im Urlaub, du, ich bin jetzt krank oder ja, man sagt es auch seinem Gegner und so weiter und so fort. Und dann ist es oft so, dass der Coach oder die Coaches, die davon betroffen waren, meistens ihren Folgetermin, den sie haben, dann rechtzeitnah nachholen, sodass wir letztlich keinen großartigen Zeitverlust zu beklagen haben. Der Schnitt ist ja meistens so. 8,5 Tage, sage ich mal, so ist der Overall-Schnitt. Sagen wir mal so 9 Tage, ja. Und dann, oh, Halblinge als Gegner. Yippie! Nein, nicht Yippie. Also so 9 Tage schaffen wir meistens einen Spieltag durch. Wieso? Ja, das erste Mal gegen Halblinge. Ich habe keine Erfahrung gegen Halblinge. Das wird schlimm. Null Erfahrung gegen Halblinge. Wieso? Die dürfen jetzt mit 255.000 gegen mich spielen. Ich will dieses Spiel spielen, dass man endlich mal hier richtig Spaß. Three D6 are rolled in each half.
Each 4 plus Scans, you gain a reroll and removes a team reroll from the opposition team. War cool. Ja, Bombenwerferin, Bribe, klar. Sehr schön. Wen haben wir denn da als Gegner? Vanguard heißt du. Okay, dann schreiben wir den mal uns kurz auf. Er muss noch mal kurz warten. Vanguard. Und es ist SQ. Squawzy. Hab Linge. Mein erstes Mal gegen Linge. Es wird schön, denke ich. Schön für ihn. Er hat einen Halfling-Catcher dabei, okay. Schwupp, ja. Ein Hefty. Stärke 2. Ja, Fend Dodge, okay. Er sieht schon cool aus. Also ich, ja, also erstmal Vanguard, herzlich willkommen hier. Freue ich mich, dass du da bist. You're welcome. Have fun, good luck. Und dann schauen wir mal, was wir machen können. Also, viele Neulinge gucken ja auch immer die Videos, habe ich mir sagen lassen. Wir sehen jetzt hier zwei Bäume, die drohen uns mit Mighty Blow. Die haben auch den Skill Timber, den kann man helfen beim Aufstehen. Aber irgendwann wurzeln Bäume halt einfach fest. Und das bedeutet, wir wollen mit diesen Bäumen nichts, aber auch rein gar nichts zu tun haben. Und werden jetzt gleich hier verschwinden von der Grundlinie. Es ist nicht unsere Aufgabe, uns mit denen zu messen. Überhaupt nicht. Ich gebe mal an, wie viele Sachen ich hier eingespeichert habe bei meinem Gegner. Und dann wollen wir die Bäume etwas beschäftigen. Folgeblocks wollen wir verhindern. Also, dass die Bäume auf irgendeine Art und Weise an uns rankommen. Wir müssen aufpassen, dass die uns jetzt nicht gleich nach hinten was werfen. Ja. Wie zum Beispiel eine Bombe. Deswegen stehen wir hoffentlich gut genug verteilt. Und ich vermute mal, dass ich einen Gegner habe, der weiß, wie man Halblinge spielt. Also mir in allen Bereichen überlegen ist. Auf geht's! Okay, gefangen von Junior. Wir könnten jetzt schon ziemlich tief in seine Hälfte eindringen, wenn wir das wollten.
Jetzt werden wir gleich eine Bombe fliegen. Oder vielleicht auch zwei. Einfach mir ein Reroll geklaut. Die Fieslinge. Los geht's. Eins ist schlecht. Und erwischt. Gemeinheit. Buh. Unfaires Spiel, rufe ich da. Armer Junior, direkt eine Bombe abgekriegt. Weiß der Geier, was da passiert ist. Baumblitz. Oh, mit einer 5, okay. Nicht schlecht. Okay. Shit happens sometimes, huh? Wie gewonnen, so zerronnen. Schade, Marmelade. Er darf. Steht nicht gut da. Überhaupt nicht.
Turnover. Das ging schnell. Ich würfel ausdrücklich gut. Richtig toll würfel ich. Ja. Oha. Du meinst ja echt ernst hier. Schiedsrichter, hallo, Ruhe. Also, sowas. Einfach mir ein Badly Hurt reingedrückt. Jawohl, gib ihm Rot. Schmierung. Eins. Bumm. Haben sich selbst sauer gemacht, die Arme. Das sind Sachen, die da passieren.
Ja, guten Abend, Natalius. Genau so sieht es nämlich aus. Exakt so. Kenne ich nichts. Einfach gemacht. Schade. Da wurzelt einer. Der wollte jetzt gerade einen Halbling schmeißen. Echt ärgerlich. Nee, nö, nö, nö. So läuft es bei mir grundsätzlich nicht. Das weißt du doch. Dass ich damit Blocks, ne? Und so Dinge schwer. Man hat's halt leicht, aber leicht hat's einen. Du kennst das doch. Okay. Aber schön, dass du dabei bist. Ich hoffe, es geht dir gut. Am Anfang des Videos könnt ihr bei YouTube nochmal nachgucken. Ne? Erkläre ich ein paar Sachen zu League of Cakes. Ne? Sind 5 oder 6 Minuten. Fragen, die immer wieder aufkommen. Vielleicht interessiert es den einen oder anderen. Kurz einschalten bei YouTube. Wiederholung angucken. Alles gut. Ich glaube nicht, dass du noch große Fragen hast. Ich würde es nur wiederholen. Mal ab und zu in dem Video werde ich das ein paar Mal sagen. Unglaublich. Schiri, hallo. Der foult ständig. Ist keine faire Mannschaft. Das weiß ich nicht, ob ihr da zurück klickern könnt. Muss ich ganz ehrlich sagen. Keine Ahnung. Ja, das ist schon nice, aber es ist halt ein Rush, ne? Es ist halt ein Rush.
Oh, ich würfel gigantisch, wirklich. Einfach einsame Spitze. Es kommt aber ein paar. Ach so, nein. Ah, jetzt habe ich es. Entschuldigung, Missverständnis. Die Sprache ist der Kern aller Missverständnisse. Irgendwie so war das doch. Dingens. Ja, es kommt auf YouTube dieses Video und dann kann man das da nachschauen. Wo geht denn der dahin? Will ich den abfangen und zurückwerfen? Nein. Ja, Lieben, ich grüße dich. Guten Abend. Schön, dass du einschaltest. Ich freue mich. Ich hoffe, es geht dir bestens. Die ersten paar Minuten, da sage ich ein paar Sachen zur League of Cakes und so, falls es jemand interessiert. Fragen, die immer wieder gestellt werden, müsst ihr bei YouTube danach schauen. Ich denke nicht, dass es niemand interessiert, weil der alles kennt. Schon lang genug dabei, Lieben, wa? Wie sieht es denn eigentlich aus mit der Meisterschaft und so, Lehman? Was ist da los? Cube, hi! Wieso hab ich. Ja, das habe ich aber nicht gesehen. Cube Farmer, ich grüße dich, hallo. Ich hoffe, es geht dir bestens. Es ist heute einfach kein guter Tag für dich, wat? Das läuft nicht ganz so, wie man sich das vorgestellt hat. So grundsätzlich. Immerhin konnten wir ein paar Dinge noch lösen. Das ist sehr nah, ja. Es ist maximal ärgerlich. Ich sag dazu ehrlich gesagt nichts mehr. Boah, ich würfel so stark, echt. Ich weiß nicht, wie viele Blocks ich mittlerweile gesetzt habe gegen die. Das ist echt irre. Und es kommen halt solche Dinge bei rum, die doch überschaubar sind von ihrer Qualität her. Ich habe sehr viele Dreiwürfelblocks gesetzt, aber nö. Einfach nö. Chin 1 zu 0. Ja, Penta kann sich auch freuen, weil er so mit im Kampf um die Meisterschaft natürlich nochmal dran bleibt. Wird dann halt im letzten Spiel, glaube ich, auch entschieden zwischen den beiden. Spannender kann es gar nicht sein. Ich will, dass die jetzt geht. Deswegen habe ich gescored. Ja, ich habe halt so schnell wie möglich, ne, alles jetzt eingestellt, habe mich noch um die Düsterlande-Division gekümmert und sowas. Da gab es ja auch nochmal Dinge, die zu erledigen waren. Und ja. So, wie war das? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Falls er jetzt schmeißt, könnte ja durchaus sein. Wollen wir mal ein bisschen was in der Hinterhand haben.
Ja, wenn er außen landet, kann ich halt nichts machen. Zu tief will ich mich jetzt dann auch nicht reinstellen. Naja. Jo, mein Gott, ich gebe mir halt Mühe, ne? So gut es geht, halt geht. In der nächsten Saison sind die Einstellungen dann aber auch wirklich besser und dann passiert auch sowas nicht mehr, Cube, also ja. Hab mit sowas jetzt auch nicht mehr gerechnet, hab's nicht mehr auf dem Schirm gehabt, hab so viel zu tun auch privat und konnte Einstellungen nicht verändern. Die habe ich jetzt heute Abend endlich gemacht. Kam halt vorher nicht dazu. Ja. Ist wie es ist. Halblinge sind aber echt ein cooles Team, echt schön. Ah, die muss ich noch mir angucken. Jo. Ah ja, dann mit einer 6. Ich hätte mal gern ein paar 6 mit meinen. Das glaube ich, waren, es waren 15. 15? Waren es 15 oder 18 Würfel? Ich habe keine 6 gefunden gegen diese Halblinge. Au. Okay. Mighty Blöchen. Oh, jetzt ist der Baum natürlich frei. Okay. Oh, da hast du ja noch einen Reroll. Würde ich jetzt zum Beispiel, wenn er jetzt vorhat, obwohl. Wenn er vorhat zu werfen, dann ja, egal, ich sag nichts, komm, alles gut. Alle heftig, ist echt cool. Schon mal die 6, die haben noch einen starken Wurfarm, die Bäumchen. Jetzt müsste der ein Feld vor und dann den Pass machen. Dann würde er sich nochmal ein Feld ersparen. Gucken, ob er direkt wirft. Er macht's richtig. Mit einer 2 ist nicht so gut. Da sollte er schon den Reroll machen, sonst fliegt der weiß der Geier wohin. Er schmeißt ihn raus. Und er verletzt sich bei. Okay. Spiel muss eine Weile überlegen. Guck mal, wo der Ball liegt. Kriege ich den so weit vorgeschoben? Nein, kriege ich nicht. Sagst du einfach so. Sein letzter Zug.
Flieg aus dem Maul. Danke. Ja, gut, eine 6. Das ist natürlich dann stark. Ja, guck mal, so hätte ich mal gern gewürfelt hier. Gut, 5 hatte ich schon gefunden, aber ja. 6, 5 und K.O. Gibt ab. Ist doch ein O. Ist kein Q. Wie saucy. Natürlich, gibt ja auch irgendwie Sinn. Mal schauen, ob er wirft. Immer noch mega schade, dass hier nichts in den Würfelbecher landet und diese ganzen Würfel hier so ganz, ganz blöd an der Seite sind. Na, egal. Auf geht's. Seine Offensive. Darf man mal zeigen, was die Halblinge können. Wie gesagt, unterschätzen darf man es auf keinen Fall. Dann geht es ganz schnell in die falsche Richtung. Ja, so wie das jetzt zum Beispiel in die falsche Richtung ging. Erster Team Rirol weg. Nachtwache hat es da erwischt. Nachtwache, schreibt man. Ach, ich spreche das noch. Nacht und Wache. Meine liebe englischsprachige Zuschauerinnen und Zuschauer. It's Nightwatch. Der Nachtwächter, gell? Hajo. Schreibt euch doch heimlich PM, weil dürft ihr das überhaupt? Ist das okay? Ist das von mir genehmigt? Ist von der Keka Corporation hier ein klares Ja? So machen wir das. Ich kann mich nicht erinnern. Oh, das jetzt nicht den Ball droppen, sonst wird es ein bisschen blöd. Kleiner Halbling. Ey, buh! Cheaten, hallo, ist gemein. Die wirft mir Torten, hallo. Boom, ja, es macht Spaß, ne? Ist geil. Guck mal, ich amüsiere mich da trotzdem drüber. Ne? Das ist mein eigenes Spiel, aber ist einfach geil. Müsste besser animiert sein. Man müsste eigentlich so eine glibberige Torte halt einfach fliegen sehen. Und da fehlt auch irgendwie so eine Animation, irgendwo ein Beutel oder sowas, was er die hat. Da fehlt so ein bisschen. Oh nein, er droppt. Oh, schade, jetzt liegt der Ball da so dumm. Ja, jetzt echt ärgerlich für dich. Heieiei. Okay, bleibt ja nichts anderes übrig. Wir spielen ja Delfen, ne? Ich spiele mal sehr aggressiv.
Junge. Ich würfel echt gut heute. Okay. Macht man nicht sowas. Ich weiß, ich weiß. Jetzt muss er sich nach hinten bewegen. Erstmal. Kann faulen, kann noch Pause setzen und sowas. Hat keinen Block und so. Ich guck mal, was er macht aus. Ein Pau macht er draus, ja. Ja, alles klar. Bing. Also was ich jetzt mache, ist Stress um den Ball. Sie müssen ja irgendwie versuchen, diesen Ball einzusammeln, die kleinen Linge. Mal gucken. Ja, ich weiß. Ja. Oh, ist aggressives Baumanagement hier. Na, schauen wir mal. Ist sehr ungewohnt, wenn du eine Mannschaft gegen dich hast, gegen die du nie so gespielt hast. Also tatsächlich, ist besonders, macht Spaß, denke ich. Sowas in der Art, wie Spaß. Ah, einer ist er mal, ne? Schon mal eingewurzelt. Oh, eine 6, guck mal, das ist schön. In der 6 wird's schön. Gucken, ob ich auch mal sowas hinkriege, wie eine 6 würfeln heute in dem Spiel noch. Also, ist ja gemein. Sie kommen zurück zu deinem Baum. Na? Oh oh. Spiel. Ah ja.
Ja, jetzt brauche ich sie gerade nicht so sehr, Jungs. Elfenbullshit. Ja, guck mal, Nummer 6. Klasse. Gut, ich hätte jetzt auch viele, ne? Muss man auch sagen. Schön gedodged hier. K.O. Okay. Das war die Absicht tatsächlich, dass er auf den losgeht. Bin hier drei Spieler. Also hat es gut gemacht, ne? Also er hat versucht, so viele Spieler wie möglich an die Bäume zu heften. Ja. Jo. Jetzt ist die Frage, was klacht der kleine Halbling da hinten mit dem Ball? Weil bedroht wird er jetzt massiv. Nee, noch nicht. Ist nicht erklärt, tatsächlich. Muss man es erklären, Natalius? Was ist deine Meinung? Ich sag mal ja, schon. Entschuldigung. Lucky Pancake ist Lucky. Jetzt bin ich gespannt, was er da draus macht. Ja, ich habe zu viel wieder geschrieben.
Okay, ja, ihr müsst es einfach, ja, danke, perfekt. Ja, ihr müsst es kurz bestätigen, ist das in Ordnung gewesen? Wenn dann irgendwas für euch nicht in Ordnung ist, dann bestätigt ihr das natürlich nicht. Dann müsst ihr das im Zweifel dann halt mit mir besprechen und so weiter und so fort. Es ist ein einfaches Bestätigen. Ich finde es aber auch cool, dass es die Möglichkeit jetzt gibt, dass die beiden Spieler sagen können, ja, war in Ordnung, war in Ordnung. So können Dinge in Zukunft echt verhindert werden. Halt eben Verbindungsabbruch und sowas und ja, spielbedingter Verbindungsabbruch und so ein Käse. Oh, der war nicht gut. Das verändert Pläne. Leider viele. Boah, echt jetzt. Ah, da bin ich schon, wollte ich schon so weit laufen, hat er sich schon beschwert. Nice.
Ich überlege gerade, welches Team besser ist, Goblins oder Halblinge? Unglaublich. Frech. Frech sowas. Frech. Kurz, aber knackig. Schöne Antwort von dir. Bringt es auf den Punkt, glaube ich. Oh, ein K.O. sogar noch. Ach, was war's. Wenn sie funktionieren, ja. Ich habe aber auch das genaue Gegenteil schon erlebt, dass sie überhaupt nicht funktionieren. Es geht halt auch. Ah, diese Bäume wollen nicht einwurzeln, ganz offensichtlich nicht. Na, ja, man muss es nur beschwören. Es war so verwirrend, weil ihr alle bei mir, zumindest als im Chat auch übrigens als grün angezeigt werdet, übrigens, außer einer. Ein bisschen, hä? Ach ja. Grüß dich, Barry. Ja, und er ist auch grün. Hellgrün, dunkelgrün, smaragdgrün. Dankeschön, Dankeschön, Chat. Danke. Danke, dass man das so gut unterscheiden kann in Twitch und so. Echt toll. Wirklich. Na ja, komm, lassen wir die ganzen Chat-Teilnehmer. Welche Farbe lassen wir uns auch heute erscheinen? Ey, lassen sie doch alle grün sein. Alle. Na, das geschieht ja jetzt recht da.
Sehr geil, ja, besser so. Genau so müsst ihr das machen. So erwarte ich das von euch. Ich habe eine 6 gefunden beim Blocken. Verrückte Kiste. Really crazy shit. Braces sind nicht nett von dir. Oh ja, mach das bitte. Unbedingt, ja. Das ist die Idee. Gucke ich einfach gar nicht mehr in diesen Chat rein und schon geht es mir besser. Schade, der hätte jetzt mal schief gehen können, der Block. Schade, schade. Ja, versucht's. Und. Glückwunsch! Schöner Ausgleich hier. Sehr gut, hätte ich jetzt aber auch wirklich versucht. Sehr gut gemacht. Schiedsrichter, die alte Pfeife. Nun gucken wir mal. Hat er einfach gemacht, um den zu blockieren. Und dass der Block vielleicht schief geht. Ne? Ganz einfach, wenn er den nimmt. Das ist die Intention bei der Nummer. Nichts anderes. Was? Also der hat diesen Koch genommen und den Bribe und na, scheiße. Okay. Was hat dich davon abgehalten, Barry? Und das mit dem Mangarten musste mir jemand übersetzen, dass auch ich, Noob, das verstehe. Von Natalius nicht, denn Natalius möchte ich hier diskreditieren. Ich
wenn derjenige das Problem hier hat, was er damit meint. Doch nicht. Nur besser ist es nicht. Ah, ich habe verstanden. Halbwegs. Dankeschön, Dankeschön für die Erklärung. Warte, ich gebe euch meine Kontodaten, da könnt ihr gerne viel überweisen. So habe ich das jetzt ja verstanden, ne? So war das gemeint, ne? Habe ich kein Problem mit. Macht einfach. Oh, bitte nicht heute. Ey, bitte nicht. Nicht, dass ich da jetzt noch was hier, ne? Das wäre noch schöner. Und er findet auch noch den Pau. Okay, ich sag jetzt nichts mehr. Ich sag dazu nichts. Aber gut gemacht. Ach, der fängt ihn. Okay. Ja, klar. Finden wir ja. Ist klar, Doc, ist klar. Das hat einen Unschieden. Kann nicht machen, was ich will. Nice, nice. Ja, aber, ne. Genifix. Und guten Abend, ich grüße dich.
Schönes Spiel. Geht bestimmt besser. Aber 1:1. Wunderbar. Schönes Spiel heute gehabt. Hat Spaß gemacht. War interessant zu sehen, mal gegen die Halblinge. Mein erstes Mal gegen die Halblinge. Ganz cool. Bin zufrieden. Ist nichts Schlimmes passiert. Also zumindest aus meiner Sicht. Oh, Panther. MVP. Ja, klasse Partie gemacht. Haben wir alle gesehen. Sub von Cube. Dankeschön. Mega geil. Freue ich mich. Geht mir das Herz auf. Sehr, sehr schön. Klasse. Ja, ich werde da. Mehr. Okay, nee, cool. Dankeschön. Sehr, sehr geil. Das war. Oh, Bindungsmonat. Das ist unser. Oh, das ist der zweite Monat. Das ist aber. Ja, jetzt wird es mir so in das gleiche Ecke. Ja, aber gut. Nettes Spiel. Ne? Bisschen MVP hat es auch gegeben. So ist nicht. Chinifix hat hart zugelangt. Chin hat einmal hart zugelangt und hat auch noch einen Touchdown gemacht. Und Panther hat einfach ein klasse Spiel gemacht. Wissen wir alle. Wir kennen ihn alle. Ja, schön. Cool. Dann gehen wir mal hier schön hier uns die Rewards noch abholen. Ja, ja. Bin zufrieden. Ja, gut, nicht so ganz optimal gespielt heute, aber darum geht es halt immer. Juhu, ja, ich bin noch reicher, wo wir gerade beim Thema sind, ne? Teams, wie sieht's denn aus hier? Wie arg habe ich denn jetzt verhagelt? Ah, 65.000. Ha, 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 yeah, jetzt kann ich aber so richtig hier nichts machen. 5, 5, 4, 4. Ne, die sind mir zu wertvoll, um irgendwas random zu skillen. Und Recruitment. Wieso sind die Witch-Elfs eigentlich so teuer? Das ist so unverschämt teuer. Achso, weil sie gut sind. Ja, sagt ihr. Mega starkes Team für Einsteiger, die dunkle Elfen, finde ich. Du willst ein Elf haben? Das sieht echt ganz komisch aus. Das sieht jetzt so aus, als würde Barry das fordern, dass. Ja, nee, aber das ist definitiv von dir eingelöst, ja. Hab ich dich hier nicht drin? Da muss ich jemanden rausschmeißen. Und wenn du da unbedingt rein willst, von mir gesteuert, bist du dir sicher? Jetzt muss ich dir einen Nude-Typen geben, ne? Das geht ja jetzt nicht mehr. Das geht jetzt nicht mehr. Das macht mich alles so fertig. Egal, wenn ich rausschmeiße, er wird schreien. Er wird schreien. Du kannst auch eine Witch-Elf werden oder sowas. Ja, dann mache ich es einfach so. Am Ende kommen jetzt noch mal ein paar Informationen, weil jetzt viele da sind zur League of Cakes. Dann packe ich es ans Ende nochmal dran. Und dann gucken wir mal. Ich schmeiße jetzt einfach mal niemanden raus. Niemand will eh kein Elf sein. Der hat bestimmt kein Problem damit. 3, 2, 1, schrei. So, hier, bitteschön. So, da. Ach so. Ihr seid echt anstrengend. Wisst ihr das? Ihr seid das Problem, nicht ich. Der nächste. Wisst ihr, wie oft ich Letter spiele? Aber okay, alles klar. Nichtsdestotrotz, Cube, egal wie es passiert. Ich guck mal in irgendein Team, wo ich dann auch häufiger spiele. Ne? Cube ist gleich neuer Spieler. So. Alles klar. Ruhe. Habe ich gesagt. Hallo, ja, das ist mein Chat. Ich kann meinen Chat ignorieren, wann ich das möchte. Ihr seid die Besten. Komplett irre Truppe, aber ist okay, alles klar. Ich lieb's. Okay, meine Damen, meine Herren, League of Cakes, kommt schon, Konzentration jetzt nochmal. Also ich habe das jetzt umgestellt, zumindest... In Norska, im Reichland und in Nagarond. Ihr müsst jetzt als Spieler das Spiel halt bestätigen, ja, ob es in Ordnung war, jeder von euch, damit so eine Blödsinn wie gerade vorhin beim Cube Farmer nicht nochmal passieren kann.
Ja, ganz einfach, darum geht's. Sollte ein Spieler und nicht beide Spieler sagen, da war was nicht in Ordnung, dann muss das geprüft werden. Dann brauche ich Bildmaterial, dann müssen wir uns über die Szenen unterhalten. Was soll da angeblich nicht in Ordnung gewesen sein? Die Wahrscheinlichkeit ist verschwindend gering. Meistens reden wir über irgendwelche Bugs, die dann vielleicht auch noch spielentscheidend sind. Also das steckt dahinter, dass ich auch in die nächste Saison einfach mit einführe, dass die Spieler sagen müssen, Daumen hoch oder Daumen runter, that's it. Das ist einfach die ganz, ganz wichtige Information da dazu. Das wurde erst vor kurzem hinzugefügt in-game. Ich habe das nicht die Zeit gehabt, das einzustellen. Ich habe das jetzt gemacht. Ich hatte nicht auf dem Schirm, dass da jetzt noch ein Spiel ansteht. Ja, sonst hätte ich irgendwie, keine Ahnung, mitten in der Nacht das noch halt gemacht, wie so oft. Tut mir leid, sorry, habe mich nicht mitgerechnet, dass ausgerechnet so ein tolles Spiel wie das zwischen Cube Farmer und Black Panther mir um die Ohren fliegt. So. Nee, nein, der kann das auch in halber Geschwindigkeit hinterher abspielen. Dankeschön. Das ist lieb. Das ist lieb, Cube. Sind jetzt wirklich viele da. Ihr könnt mich ja auch immer so ein bisschen unterstützen, wenn ihr das wollt, wenn ihr mal irgendeine Frage im Chat aufpoppen seht oder sonst irgendwas. Nicht jetzt poppen, Hand aus der Hose, Leute. Ich glaube, es geht los. Ja, ich habe es ernst gemeint. Ihr macht es ganz einfach so, wenn ihr irgendwelche Nachrichten seht und ihr wisst nicht, boah, wie ist denn das jetzt, kann ich darauf antworten, zögert nicht. Also grundsätzlich, ganz einfach gesagt, vieles lehnt sich an dem an, was ihr ja auch in der DBBL macht. Das ist ja gar kein Geheimnis. Ich tue ja mit meinen Augen hier einfach stehlen, das gebe ich ja auch zu. Ist halt ein bisschen anders, die League of Cakes von der Liga-Zusammenstellung und so, als jetzt die DBBL. Ich möchte mich auch nicht mit dieser vergleichen, aber ich möchte mich gerne austauschen, weil das ein wunderschönes Spiel ist und mir das einen großen Spaß macht. So. Und vielleicht können wir voneinander lernen. Lalala. Ja, ihr wisst schon, was ich meine. So. Und die Validierung finde ich halt toll, dass es die Option gibt. Ansonsten für euch einfach zu wissen, nächste Saison 48 Coaches. Ein Coach ist uns flöten gegangen. Er hat mir persönlich geschrieben, hat es begründet, das ist völlig in Ordnung. Dafür rückt Nachtwache rein. Ich bin mega stolz und ich freue mich drauf, dass Nachtwache mitmacht in der League of Cakes. Gibt mir Riesenherz auf. Er springt dann dort hinein in die Division und wird die Season 6 schon damit anfangen. Er ist sehr viel mit Blood Bowl-Terminen beschäftigt, aber wir werden das gemeinsam hinbekommen. Wir haben ja eh die flexiblen Wochen, die bleiben auch bestehen. Und das Letzte, was ich noch zu sagen habe, weil das auch immer wieder, oder das Vorletzte, das Drittletzte, es auch immer aufkommt, so wie ist es von der Liga-Gestaltung? Ich bleibe dabei, wir werden immer Achterblöcke haben. Zwei erste, zwei zweite, jetzt haben wir zwei dritte Ligen, ja. Und dann ist es wirklich so, dass aus Liga 1 drei absteigen, drei gehen aus Liga 2 hoch, drei gehen aus Liga 2 runter. Das heißt wirklich, es ist eine Durchreiche, die Liga 2. Damit soll gewährleistet sein, dass ihr gegen andere Coaches spielen könnt, dass es auch immer schön durchgemischt wird. Ja? Und aus der dritten Liga steigen dann halt wiederum drei auf. Und wenn ich eine adaptiere, einen Block, dann ist es so, dass die untersten beiden jeweils absteigen und die obersten vier wiederum hochgehen und so weiter und so fort. Ich habe auch über mehrere dritte Ligen nachgedacht, no, 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 nope. Wir machen schön immer die Zweierblöcke nach unten und ich bin einfach mega happy, dass so viele so aktiv dabei sind. Nightwatch, Entschuldigung, er heißt Nightwatch. Es hat einer aus persönlichen Gründen die Reißleine ziehen müssen, das ist akzeptabel, mehr möchte ich dazu nicht sagen. Okay, es gibt einfach Sachen, die werden mir persönlich gesagt und glaubt mir, wenn ich sage, das ist in Ordnung, alles ist okay, super, ist gelöst. Auch wenn es plötzlich dann kommt. Ja, bitte respektiert es. Ihr tut das respektieren, ich möchte es nochmal dazu sagen. Es könnte auch euch irgendwann mal irgendwas rein, wo ihr sagt, boah, ich muss jetzt hier mal pausieren oder stoppen. Ich gebe das kund, ich sage das. Ihr könnt es in einem Chat-Channel auch mitbekommen, wenn es da geht, ist halt so. Die alte Löffeldiskussion. Also, der Kicker-Spoon, den kriegt der Letzte. Also, der Letzte ist,
Die Saison hat ihn halt flinks bekommen, weil wir nur eine dritte Liga haben oder hatten jetzt zu dem Zeitpunkt. Es waren ja nur 40 Coaches. In der nächsten Saison ist es so, dass die beiden Letztplatzierten mal wieder das legendäre Kegerspoon-Match austragen werden müssen, dürfen. Ja, der Letzte bekommt diesen Plunder. Es wird schon öfters gesagt, ja, spielt man ja extra daneben und sowas. Vorsicht, das ist ein gewertetes Spiel, das gibt euch SPP und alles. Also eure Mannschaft normalerweise spielt auch normalerweise im Turnier auch dann weiter. Außer es ist halt der große Riese, der da kommt. Und ich sag mal so, dieser Löffel ist hässlich. Der ist wirklich hässlich. Ihr wollt ihn nicht haben eigentlich, ne? Aber irgendwas möchte ich ja natürlich rein aus Spaßgründen mit einbringen. Das heißt also, dass die beiden dritten Ligen eben diese 7 Spiele haben, plus eins. Zwei Mannschaften dürfen dann nochmal in den Kegerspoon Match oder gegen den Kegerspoon kämpfen. Du willst ihn nicht. In den Kegerspoon. Yeah, ich freue mich in den Kegerspoon. Ganz, ganz vorsichtig, wir haben tatsächlich verschiedene Neulinge, Ibo, in deiner Liga. Wir haben unterschiedliche Spielniveaus natürlich auch da schon, aber es sind auch Neulinge dabei. Und ich glaube, du bist da genau richtig angekommen. Es sind auch alles 1 Million Team-Values. Wir haben sogar eine gewisse Varianz, obwohl ich gesagt habe, macht einfach im Team, worauf ihr Bock habt, ja, weil eh letzte Season und dann ist der große Reset. Also ist tatsächlich lustig, was ihr euch so entschieden habt, was ihr da reinbringt. Und ich glaube, das ist eine tolle Einstiegsdivision, wo man schön Erfahrung sammeln kann. Und ja, also ich habe von aus eurer Division 4 Leute, die sagen, sie werden um den Löffel spielen. Oder den Löffel bekommen. Ihr könnt euch ja dann drum streiten, wer von euch der Schlechteste ist. Schlecht in Anführungszeichen, oder wer nicht gut würfeln kann. Ja, Dankeschön. Lieb von euch. So viele da und ich babbel eigentlich nur so vor mich hin. Ne? Ich rede so. Ja. Nein, nein, Spaß beiseite. Ich mach, hab ja hier, Blood Bowl ist kein Spaß, ne? Wir sind jetzt wieder ernst. Ja, also von daher denke ich, dass es jetzt einige Fragen nochmal beantwortet hat. Hoffe ich. Ich hoffe, ich habe nichts übersehen oder vergessen oder so. Und hört mir auf, mitzuteilen, wie die Casualties waren. Wir haben von Native Sync eine unglaublich geile Warp-Score-Tabelle, die gerade ein bisschen struggelt, weil nicht Warp-Scores, weil Cyanide API, ja, so ein bisschen Probleme macht. Und da kann man alles nachgucken. Also das Einzige, was ich in der League of Cakes noch mache, nebenher, ist eure Scorer halt einfach, die ihr mir dann nennt. Also ich habe immer, freue mich immer, das Ergebnis zu lesen, irgendwie in eurem Chat-Channel, so ist es ausgegangen. Und der hat einen Score gemacht, weil das dafür einen kleinen Reward gibt. Also die Caker kennen. Ne? Es hat nochmal so ein kleiner Anreiz, so ein bisschen auf diese Spieler zu achten und mal zu gucken. So, ich finde es cool. Ich finde die Caker keinen cool. Ich will nicht einfach, dass das Team mit den meisten Touchdowns es macht, dass es ein Skaven, Elf oder sonst irgendwas, sondern das soll ein gewisser Spieler sein. Das ist immer wieder spannend. Interessant, dass die Zwerge sich jedes Mal oben befinden und es versuchen zu bekommen. Azent wie immer. Azent einfach wie immer. Immer zu spät. Aber die gibt es auch auf YouTube. Ne? Ihr könnt es auf YouTube angucken. Dann Like da lassen. Wer so nicht hat, einen Kanal abonnieren. Schämen, ja, wenn das noch einer noch nicht gemacht hat. Ne? Und dann ab dafür. Habt Spaß da damit. Ne? Gibt auch für die Neulinge bei mir auf dem Kanal Guides zu den Teams. Ne? Es gibt Guides. Habe ich zum Beispiel auch für die Neulinge, was für ein Team sollte ich am Anfang wählen, mal was mit Barry zusammengebacken. War ganz nett. War eine schöne Sache. Wir haben uns kurz gehalten. Und wenn euch das nicht reicht, dann guckt mal beim Genifix vorbei. Der hat auch Geiz. Oder schaut mal beim Bray 77 vorbei. Der hat auch Geiz. Also, ich glaube, ihr findet hier in der Kicker Corporation doch durchaus viel Input. Und wenn ihr was nicht wisst, fragt und haltet euch nicht zurück. Hier sind sehr viele Leute, die einfach nur unglaubliche Besserwisser und Klugscheißer sind. Und zwar alle miteinander. Und sie alle geben ihren Senf dazu. Und jeder will helfen. Es ist ekelhaft. Es ist wie ein Dorf voller Elfen. Elfen wollen helfen. Es ist aber noch auf eine angenehme Weise, ne? Das mit deinem Team und dem Punch von deinem Team, das musst du intern, ne? Das hat Mobscos nichts damit zu tun. Ja, das ist sehr motiviert hier, die League of Cakes. Das muss man sagen. Das ist sehr stark.
Auf jeden Fall Barry, ja. Blocken, das kann auch schief gehen. Wir wissen es alle. Klugscheißen, nie. Auf gar keinen Fall. Das ist super sympathisch. Wir lieben das hier. Ich denke gerade nach, ob ich noch was vergessen habe. Ja, wurscht. Ihr wisst ja jetzt Bescheid. Ihr wisst ja im Grunde, wie es funktioniert. Ja, und damit schließe ich das jetzt, glaube ich, auch für heute. Schönste an dem heutigen Abend war die Diskussion hier im Chat mit euch. Klasse. Mag das, ich mag das. Gibt's mir hart. Ich sag's immer wieder, ich mein's auch ernst. Prost erstmal auf euch, ne? Ja, schlaf du mal schön, ne? Und freu mich auf dich. Freu mich, dass du dabei bist. Lass den Kopf nicht hängen, wenn es mal nicht so gut läuft. Das ist Blood Bowl. Das kann auch mal ein Tal der Tränen geben, das anhält, wenn einfach gefühlt nichts mehr funktionieren möchte. Man hat auch viel, viel immer dazu zu lernen in dem Spiel. Und es wird einfach nur geiler. Also wenn man dieses Tal der Tränen, und das kommt definitiv, wenn man das mal geschafft hat, dann... Jo. Ins Roleplay auch einbauen, dann ist alles gut. Also, ne? Dann wird es einfach immer besser. Also ich finde eigentlich, Blood Bowl wird mit jedem Spiel, das du spielst, einfach besser. Das ist schon krass. Ja, das ist die Pancake-Doktrin. Fünfen und Sechsen würfeln. Und Blood Bowl macht für einen Spaß. Gut, dass du die schon im Grundsatz drin hast. Das musst du nur noch effektiv auf dem Feld umsetzen. Das ist nicht so einfach, wie du denkst, aber du musst einfach da fest an dein Team glauben, also hinter oder vor deinem Team stehen, je nachdem, wie es dir beliebt. Und dann klappt das schon. Ne? Wenn dir keine Triple 1 in eine Triple 1 würfeln, das würde nicht passieren, sondern 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2 Abfolge, das passiert in dem Spiel nicht. Auf gar keinen Fall. Okay, aber jetzt habe ich fertig. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich bin sehr, sehr gespannt auf die nächste Saison. League of Cakes, freue ich mich schon drauf, die ist aber noch nicht fertig. Ihr müsst wissen, wir spielen den Spieltag 7 natürlich, also jetzt noch Spieltag 6 in Reikland, in Nagarond und in Norska. Dann kommt Spieltag 7 und dann kommt das Finale. Und danach startet die neue Saison. Ich vermute, irgendwann ab der 2. Novemberwoche. Ja? Das gleiche ist für den Caker-Pokal gültig. Gut, ich habe es am Anfang des Videos gesagt, dann sage ich es halt jetzt nochmal dazu. Da dürfen 32 Coaches innerhalb der Kicker Corporation mitmachen. Es ist entscheidend, wie ihr euch in der Liga positioniert. Ob ihr bei diesem Resurrection Cup mitmachen könnt, wenn dann Leute aus den ersten 32 Plätzen, also Liga 1 und Liga 2, sagen, nein, ich habe da keinen Bock zu, ich mache da mit, dann können die alle aus Liga oder aus den Ligen 3 mitmachen. Und es dürfen auch beim Kicker-Pokal Leute aus extern mitmachen. Aber Vorrang haben immer die Coaches der Kicker Corporation und natürlich in dem Bereich eure Platzierung. Ist also nicht ganz irrelevant, wie ihr abschließt. Ja, ich weiß, Lustria war die erste Division, die... Ihr habt dann nochmal aufgeholt und habt abgeschlossen. Selbstschulter, sage ich immer. Diejenigen, die zuerst fertig sind, haben die längste Wartezeit. Noch was? Nee, jetzt reicht's aber wirklich. Danke fürs Zuschauen. Vergisst nicht, Dinge zu tun, die mir Freude machen. Ihr wisst, was das ist. Ansonsten schaut ihr unten in die Kommentare rein. Das sollte ich, wenn ich es nicht vergessen habe, einen Discord-Link dazu gepackt haben. In die Kommentare. Also ich packe den dann da rein, wenn dieses Video entscheidet. Irgendwann da danach, so ein, zwei Stunden danach soll er da sein. Und dann klickt da mal fröhlich drauf, dann kommt dann die Kicker Corporation. Wir heißen euch ganz herzlich willkommen. Und das meine ich wirklich so, ihr werdet wahrlich überrannt. Und also mit Präsenten und Hallo. Und dann wünsche ich viel Spaß. Gute Nacht. Macht's gut. Bis bald. Ja, das ist schön, dass du Lust hast, Barry. Danke, danke, danke für die Hand aus der Hose. Wie oft muss ich das zu euch sagen? Man benimmt euch mal ein einziges Mal in einem einzigen Stream. Das wäre so schön. Unglaublich, Männer. Bäh.